In diesem Video geht es um die Kresse und wie man die ganz einfach kultivieren kann, denn man muss die nicht unbedingt, auch wenn da jetzt hier auf dem Karton irgendwas mit ökologisch steht, im Laden oder Bioladen für teures Geld kaufen, denn man kann das ganz einfach mit Zeug, was man vielleicht wegschmeißen würde, auch selber kultivieren. Also hier eine Schale, die ist von Moshi Eis. Und dann diese Abschminkpads oder Watte oder ähnliches. Warum ich keine Erde nehme, sage ich euch jetzt gleich. Also keine Erde verwendet man, weil der Nährboden steril sein muss, weil ihr zieht die Pflanzen ja nur recht kurz hoch. Und da braucht es erstens keine Nährstoffe. Zweitens würde sich ja in der Erde gewisse Bakterien befinden, die wiederum auch in dieser kurzen Kulturdauer bei diesem engen Stand der Pflanzen zu Fäulnis führen könnten. So, jetzt geht's hier weiter. Ich habe da mal die Schale hier vorbereitet. Jetzt öffnet der junge Mann das Saatguttütchen. Und dann sät er das da aus. Wichtig ist darauf zu achten, dass da nicht allzu große Berge und Täler sind, wenn ihr das jetzt hier so wie ich macht. Genau. Also immer schön vielleicht dann nochmal den Finger hier so ein bisschen verteilen. Genau. Und dass genau das nicht passiert, machen die das, wenn die das in großem Stil kultivieren, auf großen Flächen mit Matten, die dann zugeschnitten werden und in der Nassaussaat. Das heißt, die haben das Saatgut mit Wasser oder irgendwas vermengt und tragen das im Nassverfahren auf. Da habt ihr das Problem nämlich nicht mit den Bergen und Tälern. So, jetzt wird das nass gemacht und dann wird das schön feucht gehalten. Man könnte es ein Zimmergewächshaus stellen und dann nach einigen Tagen, etwa 2 bis 4, sieht das dann so aus, und noch mal ein paar Tage später sieht das dann so aus wie auf diesem Bild. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, noch ein eigenes Bild zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder.